Willkommen bei einer neuen Folge zum Nisa und Cheyenne Podcast mit dem wunderbaren Nisa und dem fantastischen Cheyenne Garcia. Hi, sicher. Guten Mitglied Tag. Der ehemaligen Gypsy Kings. Bamboleo! Ah ne, wir dürfen nicht singen, weil sonst... Wird das doch wieder so gesperrt von YouTube. Mach so Mute-Ton bitte, wenn ich... Okay. Das musst du echt machen beim Bamboleo. Video. Bamboleo! Nein! Nicht singen, sonst kriegen die doch... Okay, dann reden wir das. Bamboleo? Ja, Bamboleo. So, wie geht's dir, Nisa? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, konnten lange keinen Podcast mehr drehen, weil, liebe Zuschauer, nur kurz als kleine Anmerkung, wir haben den Podcast gestartet, als wir noch nichts zu tun hatten und keine Aufträge. Genau, das war eigentlich ein Projekt aus Langeweile, das aus so Langeweile entstanden Projekt ist. Aus Langeweile und ja, der Regelsatz hat sich ein bisschen erhöht für uns. Ja, genau. Vom Arbeitsamt und ja, und deswegen, aber jetzt waren wir lange unterwegs. Der Herr hat ja. Nein, der Herr hat nichts. Der Cheyenne hat erstmal 700 Straßeninterviews gedreht. Ja. Ich war bei dem einen oder anderen Straßeninterview dabei. Oh, es geil, ist immer eine Mods Gaudi. Oh. Der Cheyenne macht das echt schon gut, muss man sagen. Ja, mit diesem Mikrofon, das er immer so hält und dann wieder immer redet. Ja, so ohne vorbereitete Fragen und vorbereitet. Der freestylt einfach die ganzen Interviews. Sehr professionell auf jeden Fall. Aber der Deutsche war geil, ne? Ja, der Deutsche war echt geil. Zieht euch das rein. Wie heißt das Straßeninterview? Das Straßenvideo heißt zwei Schwestern, also Schwestern mit Skills. Schwestern mit Skills, genau. Zieht euch das rein, das ist ein lustiger alter deutscher Herr. Und zwei Mädels, die Taekwondo begeistert sind. Und ja, was soll man sagen? Der Cheyenne macht immer 7 Milliarden Klicks. Das, übertreib. Ich schwöre. Weil du übertreibst. Doch, dein letztes Video ist das Thriller unter den YouTube-Straßeninterviews. Du hast alle Rekorde gebrochen. Ey, das ist echt faszinierend, wie erfolgreich der Herr Garcia ist. Deswegen guck mal, ein Erfolg Applaus. Ist, Dankeschön, Dankeschön. Aber ist ein Erfolg nicht, also konstant? Nee, Erfolg, ich komme ja 6 Monate, bin ich weg. Ja, du bist wie Michael Jackson damals. Der hat auch alle paar Jahre nur ein Album gemacht. Der hat es nicht nötig gehabt. Ey, guck mal, Michael Jackson macht Off the Wall. Überalbum. Verschwindet so 4 Jahre. Dann kommt er mit Thriller. Da brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. Da hat so die Welt aufgehört, sich zu drehen. Dann macht er 5 Jahre Pause, kommt mit Bad. Boah. Dann macht er nochmal 4 Jahre Pause, kommt mit Dangerous. Dann macht er nochmal 4 Jahre, glaube ich, Pause, kommt mit History. Und alles immer zerstört. Immer die krassesten Videos, die krassesten Verkäufe. Ja, siehst du mal. Ja, und so ist Cheyenne auch. Der macht monatelang kein Video. Und dann kommt er mit den krassen Straßeninterviews und die ganzen anderen YouTuber sind dann immer so neidisch. Ich weiß, dass die dich so angucken und Hass kriegen. Ja. Boah, guck mal, wir drehen 5 Videos am Tag und posten die. Und der muss sich gar keine Mühe geben. Das ist geil, dass du so Erfolg hast, ohne die Mühe zu geben. Qualität setzt sich irgendwann durch. Ja, Qualität und gutes Aussehen. Ach was. Warum machst du hier so eine Lobeshymne auf mich? Was ist denn los? Ja, weil ich dich schätze. Aber willst du irgendwas? Nein. Nein, du bist ein aufrichtiger Mensch. Du willst das nie so sagen. Trotz deiner Herkunft. Guck mal, wie geil, wie wir uns lieben, dass du sogar mir die Punchline vorgibst. Ja, ne? Klar. Sowas gibt's nicht. Aber ganz kurz, jetzt auch genug von mir. Ich habe noch einen Trailer rausgebracht. Der ist auch ziemlich erfolgreich. Vielen Dank an FlyRack, ja, dass ich ihre Drohnenaufnahmen benutzen durfte. FlyRack, also Fly, F-L-Y. Genau. Und dann Rack, R-L-C. Genau, FlyRack, okay. Die sind absolut so ein Videoproduktionsteam. Ja, vielen Dank an FlyRack, dass sie mir auch so weil Sachen... Weil ich hatte selber keinen Bock, jetzt mich so herabseilen lassen von der Commerzbank und so. Ja. Von Frankfurt Skyline, deswegen habe ich einfach... Ich habe einfach die Arbeit machen lassen und habe gesagt, ey, gib mir die Aufnahme. Ja, sehr gut. Ja, also vielen Dank dafür, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an FlyRack. Aber der ist ein sehr großer Fan von dir, ne? Ja, echt, warum gibt der mir nicht so Drohnenaufnahmen? Ja, machst du irgendwas? Ja, vielleicht will ich das haben einfach. Ja, okay, liebes FlyRack-Team, der ist ein absoluter Fan von dir, weil der ist auch irgendwie, der ist so 47, auch in den 80ern, geboren wie du, weil der kannte alles, was du kannst und alle kennst und alle Freunde von ihm sind so wie ich, die so, was willst du damit, ich kenne das nicht, was ist das, was ist für ein Scheiß? Und er so, Nisa ist der absolute Dinos-Ecken und Galaxy Arrangers und sowas. Galaxy Arrangers. Ja, sowas. Dann, wie heißt es? Matrix Attack oder so. Matrix Attack. Der hat einfach Mars Attack und Matrix in einem Film gewischt. Ja, der ist auch so wie du halt. Ne? Matthias, so ein bisschen älter. Ja, schöne Grüße an den CEO von FlyRack. Eva. Ja. Okay, reicht jetzt, Jungs. Reicht jetzt, wir haben genug geschleimt. So, ich habe was gehört. Was denn? Es gibt eine neue Sendung auf RTL. Echt? Ja. Wie heißt die? Long Island. Ice-Tee. Ach, wir dürfen nicht singen. Ja, den können wir singen, der war ja niemals angemeldet. Da hat er gar keine GEMA-Rechte.
Long Island Eistee, Johnny Walker, Jackie Cola. Die Frauen waren nice wie Jessica Alba, Eva Mendes. So 23:30, ich war auf dem Weg zum Club. Boah, so. Geiler Song. Ja, wie heißt das? Wie heißt die Sendung? Long Island? Long Island, ja. Okay, worum geht's da? Geht halbnackte Menschen, ja. Männer wie auch Frauen. Ja. Was heißt halbnackt? Also Bikini, Boxershorts, okay. Badehose. Halbnackt, so. Halbnackt. Ja. Gehen auf die Insel und wer nicht miteinander was macht, der fliegt. Was? Ja, das ist so das grobe Konzept. Du musst einen anderen irgendwas machen. Also du musst... Was machen? Ja, guck mal, warum zwingst du mich immer ekelhaft zu werden? Du musst doch nicht ekelhaft, du kannst schon normal ausdrücken. Ein Akt. Was für ein Akt? Im Theater, Schauspielen ist auch ein Akt. Du weißt doch, was ich meine. Nein. Doch, da kommt dieser N raus aus dir. Der N? Ja. Der dieser. Zweiten. Ja, der war gut. Okay, jetzt hast du mich. Deine zweite Persönlichkeit. Okay, die müssen einen Akt machen. Ja. Oder vollziehen. Ja, die müssen sich gegenseitig befummeln, die sollen sich gegenseitig ballern. Ist doch gut, warum sagst du das so? Ja, weil du mich reizt. Ich versuche die ganze Zeit korrekt zu bleiben. Okay, Long Island. Und wer nimmt da teil? Promis? Nein, irgendwelche Dinge. So Mark Matlocks. Ja, also wie bei Sommerhaus des Todes. Mark Matlock macht er mit? Nein, so Art von Typen. Wo ist Mark Matlock eigentlich? Ach, Bruder, wenn der nicht gestorben ist, dann singt er noch heute. Dann singt er noch heute. Wie ging nochmal sein erster Song? Das weiß ich nicht. Mark Matlock. Ich kenne nur einen DSDS-Song. Also einen Finalsong. Welcher? Can't Me Tonight. Nein, das war ein anderer. Doch, das war Alexander. It's a little tonight. Ja, das meine ich. Nothing is possible. Wo ist der Alexander Klavs? Bruder, wo sind die nicht? Ey, ich muss eine lustige Anekdote zu Alexander Klavs erzählen, jetzt ohne Spaß. Ich kann mich erinnern, das DSDS-Konzept ist ja geklaut von Amerika, ne? Von American Idol. Ja. So, das gab es ja weltweit in 7000 Ländern. Und dann haben die, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich glaube, das war 2004, nachdem Alexander Klavs gewonnen hat, gab es World Idol. Dann haben von allen Ländern die Superstars? Ja, die Sieger mitgemacht in eine Show. So, Deutschland, Tunesien, arabische Länder, das was weiß ich. Nicht, aber das, Malaysia, keine Ahnung, ne? Jetzt pass auf. Das Punktesystem war, die Telefonate aus den Ländern konnten nicht für ihren Künstler stimmen. Das heißt, wir als Deutsche konnten nicht für Alexander Klavs anrufen. Wir konnten aber für andere Künstler anrufen. Also wie Eurovision Song Contest. Genau so, sehr gut. Jetzt pass auf. Dann hat Alexander Klavs da aufgetreten, ich weiß noch ganz genau, und der hat Maniac gesungen. Diesen 80s Hit. She's a Maniac. Ja, genau. Maniac. Und der hat total verkackt. Katastrophe. Also wirklich ganz schlimm. So. Das freut dann hat dich, ne? Stefan Raab bei TV Total am nächsten Tag darüber berichtet, wie du den kennst. Ja. Und sagt, meine Damen und Herren, was mir aufgefallen ist, ne? Dann zeigt er so die Chartliste, von wo der Alexander die meisten Anrufe bekommen hat. Ne? Und die meisten Anrufe hat er aus der Arabischen Union bekommen. Von den arabischen Ländern, die haben am meisten für Alexander gestimmt. Dann sagt er so, die Leute haben sich gewundert, wieso so viele Araber, wieso die Araber die meisten Punkte für Alexander geben. Aber es war ja klar, nach dem Auftritt haben die gesehen, dass das Terrorismus ist und haben die dafür gestimmt. Ey, das sag ich, das war so geil. Ey, Stefan ist krass. Ey, Stefan ist der King. Stefan ist echt der King. Das hättest du heute gar nicht mehr sagen dürfen. Nee, genau. Das ist gar kein Fall. Ja, Alcindra. Long Island, was, guck mal. Wann startet das auf RTL wieder? Hat schon gestartet. So, und wie gewinnt man? Guck mal, ich erklär's dir. Ich zeig's dir einmal, dann siehst du das. Ja, okay. So, das ist wieder, das sind so, ich glaube, das ist schon die 500. Staffel, glaube ich. Was? Das läuft einfach sowas, Bruder. Achso, RTL 2, sorry. Ja, dann noch schlimmer. Dann ist was anderes. Informationen und vieles mehr zur Sendung. So. Long Island heißt die Sendung. Ja. Hier geht's zur Bewerbungsseite. Long Island. Long Island. Also. Yo. Das ist schon hart. Chibbe, chibbe, ciao, ciao. So, Staffel 3. Ja. Also, Staffel 3. Du hast Potenzial, dann bist du geeignet. Ja. Hier geht's zur Bewerbung. Gucken wir mal, was verlangt wird. Was denkst du, was denn die Voraussetzung ist? Dass du willig bist.
dass du bereit bist, einfach alles zu machen für Geld. Ja? Wie viel Geld kriegen die, Alter? Du bist zwischen 18 und 35 Jahre jung, ungebunden, selbstbewusst, offen für ein einzigartiges Abenteuer. Wenn das alles auf dich zutrifft, dann melde dich doch hier an. Guck mal hier. Also Körbchengröße wollen die wissen. Echt? Ja, Körpergröße. Hast du schon bereits TV-Erfahrungen? Wenn ja, seit wann bist du Single? Suchst du jemanden? Erzähl was über deinen Charakter, Partnerwahl. Was heißt das für uns? Also die casten eigentlich so für ein Softporno. Eigentlich schon. Für einen Erotikfilm. Ist eine Katastrophe, was aus dem deutschen Fernsehen geworden ist. Damals war Fernsehen so geil. Echt? Da gab es nur so Gaming-Shows. So geh aufs Ganze. Traumhochzeit. Geh aufs Ganze, Traumhochzeit, Glücksrad, Ruckzuck. Und so Zeichentrickserien und geile Filme. Ah, hier. 2 Wochen Urlaub im Paradies. Mhm. Ist er mir treu? Liebt sie mich wirklich? Sind wir füreinander geschaffen? Könnte ich der Versuchung eines Seitensprungs widerstehen? Diese Fragen stellen sich viele junge Paare an irgendeinem Punkt in ihrer Beziehung einmal. Guck mal. Für die 2. gemeinsame Produktion von RTL und bla 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 werden junge Paare gesucht, die Lust haben, ihre Beziehung bei Sonne, Strand und Palmen auf den Prüfstand zu stellen. Das heißt, Pärchen werden, da werden auch Pärchen gekastet. Zudem werden Singles gesucht, die die vergebene Partner in Versuchung zu führen. Jo, das heißt, Fremdgehen wird ihr propagiert. Ihr habt Lust an der 2. Staffel? Also ja, klar. Also, Paare werden eingeladen und nochmal Singles, um die Paare auseinanderzubringen. Was ist das für ein Konzept? Das war bestimmt jemand sehr schlau. Ja. Hat Michael Wendler das produziert? Nee, dann würden die ja zwischen 12 und 18 suchen. Ja, zwischen so. Ey, der Arme, der wird voll der Star durch uns. Stimmt. Die machen voll viel Werbung für dich. Guck mal, Michael Wendler, man sagt, er ist Schlagerstar. Ja. Ich kenne keinen Song. Ja klar, der ist kein Star. Wenn der ein Star ist, bin ich auch ein Star. Aber der ist Millionär, ne? Echt? Von was? Ja, weiß ich nicht. Ich habe mal so eine Reportage gesehen, mit, ah, die ist ja auch alles gemietet. Und ja, so. Genau. Der Miet, wahrscheinlich ist die Frau sogar gemietet. Was hat der für einen Song gehabt? Ich weiß nicht, ich kenne keinen Song von Michael Wendler. Ich würde das jetzt gerne über Spotify laufen lassen. Schauen wir mal, wie viele Zuhörer er monatlich hat auf Spotify. So, ah, sie liebt den DJ. Sie liebt den, ach, das ist er? Ja. Ja, okay, das war ein Hit. Voilà. Ja, sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Genau. Und hat... Klar. Ein paar Jahre später kam, sie liebt den DJ immer noch. Wenn du gar keine Hits mehr produzierst, machst du einfach eine Fortsetzung von dem. Die Geissens, Tochter Shania schockt Fans. Wendler hat recht mit seiner Aussage. Yo! Wie alt ist die? 15. Geil. So. Das kam gar nicht gut an. Sie hat, sie ist schon ein kleiner Star. Das hat sie jedoch nur ihrer berühmten Eltern zu verdanken. Bla 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 bla. Die jüngste der Geißen sorgt jetzt mit einem Bild im Netz für Furore. Diskussion über ihr Instagram-Schnappschuss. Was hat die denn gepostet? Was hat die gepostet? Was hast du gepostet, junge Dame? Passen deine Eltern etwa nicht auf dich auf, während sie Trash-TV für RTL 2 drehen? Ah, okay. Sie hat sich so freizügig in Gucci, Bauchtaschen und Hotpants präsentiert mit 15. Bei so Eltern, was erwartest du, wie die wird? Ist doch klar, dass sie nicht normal wird. Aber man, sagt man nicht, dass wohlhabende Menschen eigentlich eine sehr gute Ausbildung für ihre Kinder haben? Nee, also ich finde, wenn du reich wirst, dann kann es sein, dass du einen guten Charakter hast. Aber wenn du reich geboren wirst, gibt es keine andere Möglichkeit, außer dass du ein Arschloch bist. Ja, aber ist es nicht so, die gehen in ein Internat? Dann, nein, aber die sind arrogant, die kriegen... Nee, gibt's nicht. Es gibt keinen geborenen Millionär, der cool ist. Das weißt du doch gar nicht. Doch, 100%. Das kannst du nicht sagen. Will Smith, super sympathischer Typ. Wenn ich seinen Sohn sehe, will ich ihm Säure ins Gesicht kippen. So sehr regt er mich. Das willst du nicht. Doch, das will ich. Nein, das willst du nicht. Ja, natürlich will ich das nicht. Ja, verherrschen. So, dann seine Tochter, die nicht weiß, ob sie Mann oder Frau ist. So, ja, der will ich am liebsten so ein Knie ins Gesicht geben. Mit ihrem Nasenkuhring, den sie hat. Die sieht aus wie das eigentlich? Ja, die sieht aus wie eine Kuh. Ja, und dann hat sie schon seit die 11 ist. Ja. Und die Kinder sind so voll verwirrt und die sind so Hippies, so unsympathisch. Du weißt ja, was die Mutter gemacht hat, ne? Diese Jada Pinkett Smith oder wie heißt. Was denn? Boah, ich liebe dein Englisch, du sagst. Obwohl das...
Ja, was hat Jada Pinkett Smith. Ja, genau. Wie heißt sie? Jada Pinkett Smith. Oh, wow. Oh, wow. Nein, aber es geht so. Das ist dein ganzer Flavor, okay, wenn du das ausspielst. Ich komme hier aus. Wo kommt die her? Nimm mal Start und Stadt. Aus St. Louis, Massachusetts. Das Geile ist, dass du immer was findest und du kombinierst das so geil. Geil, ne? Ich schwöre, wenn ich Präsident werden würde in den USA, was völlig unmöglich ist aufgrund meiner Herkunft, würde ich alle Städtenamen so umbenennen, wie du das sagst. Nur weil es dir gehört? Ja, ich würde das... Also Georgia, Wisconsin, St. Louis, Massachusetts, was haben wir noch? St. Louis, Alabama. Ja, genau, alles in St. Louis. Warte, was hat die gemacht? Es gibt auch diese Huha, ne? Huha? Hawaii meinst du? Nein, Huha oder so. Huha? Ja, das ist ein Song von Busta Rhymes. Ich will Huha! Got you all in check. Nein, Englisch. Ayuta, sorry. Sorry, Alter. Sorry. Utah meine ich doch. Okay, was hat Jada Utah Pinkett Smith gemacht? Ha? Was hat Jada Pinkett Smith gemacht? Jada Pinkett Smith hat jetzt eine Show. Ja. In ihrem Haus, wo sie leben. Achso, dann reden die immer so über private Sachen und Beziehungen. Ja, so, ja, genau. Nee, die reden über ihre eigenen Probleme. Auch, ja, stimmt, ich habe das so mitbekommen. Und dann hat die Tochter sagt so, ja, ich habe mich jahrelang so einsam gefühlt, weil ich konnte mit meinen Eltern nicht, ich habe mich geritzt und so, ne? Ja, so sieht was die auch ein, aus. Was ein sehr, sehr schlimmes Thema ist. Ey, du bist so blöd. Ja, aber die sieht so aus. Ja, aber... Bruder, die weiß nicht, ob sie Mensch oder Kuh ist. Normal ritzt du dich. Die hat einfach so... Ganz komisch. Und dann kommt Will Smith nach Hause. Oh ja, Jada Pinkett Smith hat jetzt mein Wohnzimmer gelingt. Ich kann mich nicht mehr ausdrehen. Und dann will er in die Garage. In die Garage ist die Regie. Oh, was für Probleme Will hat. Ja, und dann geht es schon voll schlecht. Und dann geht er in so ein kleines Zimmer, wo, also das kleine Zimmer ist so groß wie unsere Wohnung. Ja. Und sagt dann so, boah, jetzt hat die wieder ihre eigene Show und so. Also ekelhaft vollgestellt. Und guck mal, wie kann Will Smith so sympathisch sein und sich für so ekelhafte Sachen hergeben? Ey, sein Sohn regt mich so auf. Ich schwöre, ich will dem so einen Uppercut geben, dass der Nasenknorpel durch seine Stirn in seine Gehirnhaut sich reinrammt und der dann einfach... Der ist durch, ne? Der Sohn ist... Aber am Anfang war der sympathisch bei Karate Kid. Da war der doch auch nicht sympathisch. Voll das auch, wenn Jackie Chan wäre, hätte ich ihm direkt so 6 Backpfeifen gegeben. Ja, aber als Kind, der war süß. Der war nicht süß, der doch. Sieht aus wie eine Raupe. Nee, ich fand ihn süß. Ja, ja, klar, du findest ihn. Aber dann süß. Irgendwann, wo der so plötzlich, ey, hast gesehen, der hat sich jetzt vor ein paar Tagen die Haare abrasiert, mitten auf der Bühne für eine Show. Komplett nimmt der Maschine alle drehen durch und das so. Das ist doch so, wie der sich kleidet auch. Ja, wie er sich kleidet, der absolute Zoni. Also, wie der sich kleidet, oder? Ja, siehst du? Früher in den 20ern waren das die Freakshow. Ja, guck mal, und das will ich ja sagen. Sein Vater ist Will Smith, er ist als Millionär geboren. Der hat so gar kein Gefühl, der ist so voll der unsympathische Typ. Ich denkst schwöre, du, Tom Cruise seine Tochter ist? Ja, die ist doch komplett am Ende. Tom Cruise ist ja selber schon am Ende. Das heißt, guck mal, ich bin ja ein großer Tom Cruise-Fan von den Filmen. Hm. Der macht die geilsten Actionfilme, aber er selber ist ja komplett am Ende. Ja. So. Und dann, was denkst du, wie die Tochter wird, Alter? Ja, hat ja auch so Synology, so ja. Heißt mein Server. Synology? Scientology. So heißt mein Server, der in meinem Büro ist. Ja, ey, diese Scientology-Leute, die Dings ist ja auch bei Scientology gewesen. Und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. Lea Rimini? Ja, genau. Also die Carrie von King of Queens. Der ist nicht Rimini, ne? Doch. Doch, ja? Bruder, ich bin der absolute King of Queens-Fan. Ich kann dir jede Folge... Yo! Jede Folge. Wie der tut. Rimini, heißt die so? Ja, yeah. Genau, die war bei Scientology. Hast du gesehen, wie die aussieht, Junge? Wie eine Kugel Eis. Bruder, ich frag mich noch, ob die rollt oder geht. Ey, die Arme, die war früher so hübsch. Ja, ne? Und jetzt ist die so fett. Nein, nicht, dass sie fett ist. Ihr Gesicht sieht so zermanscht aus. Voll schlank. Die sieht aus wie eine Götterspeise. Die sieht aus wie ein Ding. Was? Der von AfD Putzucker. Nein, wie Cruella de Vil. Cruella de Vil. Und eine Kreuzung von Ario, wer ist er? Arian, der von hiphop.de Meerjungfrau. Arian, die Meerjungfrau. Hast du Kevin Can Wait geguckt auf Amazon? Ja. Wie, ist das wirklich so schlecht? Ja. Die haben einfach versucht, das nochmal hinzukriegen, aber geht nicht, der Flame. Ja, das war aber nicht dieses Duck. Das Problem ist, es ist so, ich glaube, wie bei uns. Die haben uns einmal kennengelernt und wollen uns immer nur so sehen. Ja. Und das ist, glaube ich, die Sache, weil du siehst dann, also Kevin James im wahren Leben, Doug Heffernan, die anderen, ist so drauf, so, er ist nicht Doug Heffernan. Ach, ist er? Ich dachte, der ist genauso wie da. Nein, nein, er ist nicht Doug. Das ist ja das Problem, dass es nicht funktioniert. Ah. Aber dann merkt mal, so,
ein, zwei kurze Szenen, da kommt dieser Duck aus dem raus und das sind auch die lustigsten. Okay, geil. Aber sonst, der versucht immer diesen, ich weiß nicht, warum der krankhaft immer versucht, einen Polizisten zu spielen, Alter. Der, das war wahrscheinlich so bei Kaufhaus Cop, bei in der Serie. Kevin James ist sowieso faszinierend für mich, weil ich finde King of Queens ist Top 5 Sitcoms aller Zeiten. Mhm. Aber Kevin James macht jetzt wirklich, ich weiß, ich sag's oft, aber diesmal meine ich so, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und dann frage ich mich, wie kann einer, der so eine geile Serie gemacht hat, so schlecht. Die Filme sind alle schlecht. Findest du? Boah. Kindsköpfe fand ich aber geil. Nee, auch schlecht. Warum? Ich fand den geil. Nee, ich fand den Katastrophe. Boah, das ist so schlecht. Und Adam Sandler ist ja noch schlimmer als Kevin James, weil der macht ja wirklich die schlechtesten Filme aller Zeiten. Findest du? Boah, Adam Sandler? Adam Sandler? Ja, was war mit Adam Sandler? Ist der Little Daddy? Wie Little Daddy? Little Nicky? Nein, wo er den. Wo er Sunny spielt, wo das kleine Kind immer pinkelt und er passt aufs Kind auf. Ist das Waterboy? Nein, nein, nein. Nein, Waterboy ist da, wo er so diese Wasser holt für die Footballspieler. Bruder, weiß ich, auf jeden Fall hat Adam Sandler 600 Filme und die Filme sind alle schlecht. So, vielleicht hat er 3 gute Filme. Klick? Klick ist okay. Der ist aber traurig. Oh! Ich habe gerade meine Brusthaare gekratzt übrigens. Guck mal, das hört man am Mikro, guck. So. Ey, du bist so ekelhaft. Den kennst du doch, Big Daddy. Ich hasse Adam Sandler. Ich finde, der macht gute Filme. Der ist so unlustig. Man weiß immer, dass ein Adam Sandler-Film ist, wenn am Anfang im Film dieser Golfball in die Scheibe reingeht. Ja, Madison, das genau. Das ist ja seine Produktionsfirma. Ja, genau, genau. So, der baut auch immer alle seine Homies ein. Ja, klar. David Spade ist in allen Filmen, Rob Schneider. So, die sind immer da drin. Seit ein paar Filmen baut auch immer Vanilleeis ein. Ja. Ich schwöre. Seit diesen... Wo der sagt, ey Bruder, dann kommt er da und dann, Mann, ich hab kein Geld. Wie, du hast kein Geld? Du hast Eis, Eis, Baby geschrieben. Was für Eis, Eis, Baby, sagt er so. 90% kriegen Queen und 20% kriegt Chuck Knight. Bedeutet, wenn der Song läuft, muss ich doch draufzahlen. Aber den fand ich nicht gut im Film. Jetzt hab ich's nicht. Nö. Doch. Nein. Nein, du gib zu. Nee, ich fand nur die Vanilleeis. Ich bin ein Vanilleeis-Fan. Echt? Ja, ich höre. Von einem Song? Nein, guck mal, Vanilleeis war damals, das weißt du nicht, ich war ja schon alt. Ja, du warst ja schon 25, als Vanilleeis rauskam. Ja, der war ein Superstar. Guck mal, jetzt mal ernsthaft. Nein. So wie Drake? So wie Drake, ja. Vanilleeis. Ey, wallah. Niemals. Doch. International. Ja, international. Guck mal, ich erkläre dir warum. Weißt du, das ist jetzt kein Scherz hier, Know-how, dass Ice Ice Baby die erste Rap-Single ist, die auf Platz 1 in den USA-Charts war. Quatsch. Doch, die erste Rap-Single. Davor war Ice Ice Baby. Kein Rap-Song. Ich kann den ganzen Song auswendig übrigens. Wort für Wort, Silbe für Silbe. Das war meine erste Connection zu Rap. Aber guck mal, Rap gab es ja da schon in den USA. Ja, 15 Jahre, circa 14 Jahre, aber es war immer noch so eine Untergrundbewegung. So, das heißt, in Deutschland, die Rapper sind nicht gechartet, die hatten keine Hits. Die ersten Rapper, die in Deutschland gechartet sind, waren die Pop-Rapper aus USA, die so Pop-Songs gemacht haben. Das war MC Hammer mit You Can Touch This, Vanilla Ice mit Ice Ice Baby, Criss Cross Jump, Marky Mark mit Good Vibrations. Ey, Mark Wahlberg hat gerappt, Junge, wenn der das... Das weiß fast keiner mehr. Ja, ja, genau. Und der war ja auch kriminell und so, ne? Ja, alles. Der war richtige Gangster. Ja, halt ihre. Ist ein Ire? Er ist Ire. Irish American. Das ist ein Ami, aber halt irische Ursprung. Also, ja, ja. Ice Ice Baby war die erste Platte, die meine Mutter mir zu meinem 6. Geburtstag, glaube ich, gekauft hat. Echt? Ja, das war das Vanilla-Ice-Album To The Extreme. Da war auch ein Booklet, alle Texte drin. Deswegen kann ich das ganze Album so durchrappen. So habe ich auch Englisch gelernt. Ich habe das immer so durchgerappt. Und Vanilla-Ice hatte auch einen Film damals, Cool as Ice. Und wir wollten alle so aussehen wie der. Ich habe mir die Frisur ist so nicht gemacht. Nicht dein Ernst? Ich schwöre. So ein Superstar war der. Ja, Mann. Was ist mit dem passiert? Bruder, der war bei Turtles 2. Und Turtles, guck mal, die Leute denken jetzt, na und? So. Aber Turtles 2, als es damals rauskam, war das heute wie Avengers. Das waren ja die Superhelden schlechthin. Und er hatte einen Gastauftritt. Mit dem Ninja-Rap. Also, so krass war der. Ja, ich würde den gern kennenlernen. Ich würde mit Gänsehaut kriegen. Ich glaube, der kommt wegen dem Podcast. Ah, ja, der kommt auch. Der kommt auch. Jeder kommt. So, und der wird jetzt öfter in Adam Sandler-Filmen eingebaut. Also, Vanilla Ice und Ice Ice Baby ist ein sehr, sehr starker Song. Muss ich übrigens sagen. Ich bin ein sehr großer Fan dieses Songs. Weißt du, wie der aussieht? Du weißt, dass es ein Weißer ist, ne? Ja, klar, ich weiß, wie der aussieht. Okay. Der hat doch den Imbiss-Verkäufer gespielt. Wo? Bei dem Vaterfilm mit Adam Sandler, wo er so seinen Sohn... Ja, den ich gerade zitiert habe. Ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Im Imbiss hat er gearbeitet. Aber weißt du Adam Sandler? Ja, also ist jetzt kein Film wie Denzel Washington. Ich liebe ja Denzel Washington. Guck mal, in meiner Rangliste der Leute, die die schlechtesten Filme machen. Adam Sandler,
Kevin James und Michael Bay. Wer ist Michael Bay? Michael Bay ist ein Produzent, ein Regisseur aus Amerika, der hat die Transformers-Filme gemacht. Und in seinen Filmen... Aber nicht Herr der Ringe, oder? Nee, wo? Wie kann man Herr der Ringe und Transformers in einen Topf werfen? Jo, übertreib doch, Alter. Doch, das ist so, als ob man Michael Jackson und... Sag nichts Falsches. Ja, ich hab mich ganz kurz gebremst. Das ist, als ob man Michael Jackson und einen anderen Künstler in einen Topf wirft. Ey, Transformers ist der... Peter Jackson. Du bist gut. Hast du die Herr der Ringe-Filme geguckt? Ich liebe Herr der Ringe. Wo? Ich schwöre? Ich schwöre. Sehr gut. Hast du alle drei Teile gesehen? Alle drei. Hast du der Hobbit gesehen? Ja. Die gingen so, ne? Hobbit war nicht so. Allein dieser Drache. Oh, du bist ja ein voller unfreundlicher Hobbit. Ja, die Hobbit. Eins war gut. Eins war gut. Drei war so schlecht. Herr der Ringe Teil 3 ist der krasseste. Boah, mit der Schlacht am Ende. Ja, so wo er diese Rede hält. Boah, so richtig so Libanesen gegen. Und dann, weißt du, was geil ist? Wo der Zwerg und der Elb so dann diese Wette haben. Ja. Der Elefant zählt nur einmal. Ja, genau, genau. Dann schießen die so, dann geben die sich immer so Zeichen. Apropos Filme und TV. Wir machen jetzt mal Werbung. Ja, also in dem Moment. Also wir machen jetzt, hallo, mach mal Werbung. Mach mal Werbung. Drück drauf. Hallo. Jetzt suchen könntest. Ja. Welche Rolle würdest du nehmen? Also von Filmen, die es schon gibt und die könnte ich nochmal spielen? Ja, oder eine Rolle erfinden. Boah, da gibt es viele Sachen, die... Nein, wo du sagst, das wäre mein Traum. Du würdest sogar die Witze-Mixe bei YouTube aufhören. Ja, da gibt es viele. Also einmal wäre ich super gerne, das wäre mein Traum, Indiana Jones. Nein, das passt gar nicht zu dir. Nee, aber das ist mein Lieblingscharakter. Warte, du Indiana Jones. Ja, oder dann wäre ich der Beverly Hills Cop. Das passt. Du als Polizist? Ja, aber so als Kackrede halt. Also, ja, okay. Oder Ace Ventura. Oder? Ja, das passt perfekt. Ja. Ace Ventura, Jim Carrey, ja. Das ist perfekt für dich. Ja, das auf den Leib geschnitten. Ja, das ist echt auf den Leib ins Butterkekse. Das wäre echt geil. Diese drei Rollen. Und, aber ich will mich casten lassen als Chucky die Mörderpuppe, als Stunt-Double für die Puppe. Ich habe letztens eine gesehen, die sah so aus. Wie? Wie Chucky die Mörderpuppe. Wie sah die aus? Ich war so am Auflegen und die ganze Zeit saß die, also die saß mit dem Rücken zu mir. Und jetzt schon den Bob-Frisur gehabt, ne? Ja. Und ich so, yo, und dann irgendwann hat die sich umgedreht, weil sie nach dem Kellner gefragt hat. Absolut. Chucky, die Mörderpuppe. Aber ich was? Hab das Bild rausgeholt, ich hab's ein paar Leuten gezeigt, die haben es auch bestätigt. Die hat sich kaputt gelacht. Ja, ja, hundertprozentig. Und ich wäre gern der neue Wolverine. Jetzt, wo Hugh Jackman in Rente ist. Ich will immer einen Superheld spielen, aber Wolverine. Ja, aber nein, das muss zu dir passen. Ja, Wolverine ich passt, lass, das ist behaart und so. Ich lass das nicht gelten. Nur Ace Ventura, das war krass. Was würdest du denn gern spielen? Elfen von den Chipmunks. Nein, ich weiß was. Was? Nee, es muss ja nicht passen. Es muss ja deine Traumrolle sein, weil sie dich erfüllt, weil du das magst, ach diesen so. Film. Ja. Dann würde ich gerne... Ich weiß, wer du bist. Wer? Was weiß ich, irgendwas von Denzel Washington. Oha, wie der das runterbricht. Ja. Ich wäre gern so dieser 96-Hours-Typ. So. Ja, Mann, der so alle besiegt. So alle, viel Glück. Ja. So, tag, 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 das ist schon geil. Das war 96 Hours, hat geknallt, der Film. Boah, stell dir vor, du gehst einfach nur einkaufen, mit so einer Stimme. Haben sie noch die Wurst da, die ich gestern bestellt habe? Nee, die haben wir leider an einen anderen Kunden gegeben. Viel Glück. Ah, ja, boah, 96 Hours, den habe ich im Kino geguckt. Echt? Ja, da war ich auch schon 30. Der Film ist doch gar nicht so alt. 2008. Echt schon? Ja. Boah, das weiß ich noch, 2000. Jahre. Ja, aber da haben die das auch. Das ist ein Zug, der entgleist ist wie kein anderer. 96 Hours, guckst im Kino, du so, das ist der beste Film der Welt. Ich hab ihn auf DVD gekauft, weil ich noch, noch 20 Mal reingezogen. Dann kommt Teil 2. So gut wie Teil 1 war, so schlecht war Teil 2. Das war der schlechteste Film, fand ich. Teil 3 war noch schlechter. Und dann kam Teil 3, den ich nur geguckt habe, weil ich gesagt habe, ja, so schlecht wie 2 kann das ja gar nicht mehr werden. Und dann ist das noch schlechter. Das war in Istanbul, ne? Nee. Nee, Teil 2 war in Istanbul. Dritte war wo? Wo die Mutter stirbt. Ja, genau, und dann wird der verfolgt und so. Boah, ist das schlecht. Guck mal, der erste. Der war geil, das auch und wie stylisch, der kam wie so ein Gangster. Bruder, ja. Der absolute Fatherfucker. Ja, das, geil. Geil, und dann wie der alle erledigt hat, das war so stylisch. So, die Albaner haben sich natürlich aufgeregt. Als ob ihre Väter da mitgespielt haben. So. Ja, aber die Albaner, krass, ne? Mafia. Ja. Ei, sicher. Ei, sicher. Aber Liam Neeson... Also 96 aus. Der hat nie Erfolg gehabt, ne? Doch, bist du krank, der hat bei Schindlers Liste und so mitgespielt.
Ja, außer Schindlers Liste und jetzt 96 Hours. Doch, doch, der ist schon. Ja, der ist jetzt nicht so ein Superstar, ne? Ja, das, ich, guck mal, da hat ein Film gespielt, You Know Identity. Hast du ihn gesehen? Unknown Identity heißt. Ach so. Der. You Know Identity. Ich weiß doch, unbekannter... Nee, aber, guck mal, aber der hat nach 96 Hours noch geile Filme gemacht. Der im Flugzeug? Flight Plane? Nein, was für Flight Plane? Achso, nee, das ist der mit Denzel Washington. Nein, der im Flugzeug, wo so... der von Liam Neeson war geil, dann The Grey mit den Wölfen. Kenn ich nicht. Was? Du kennst The Grey nicht? Komm, fang an, warte. Nein, ich mach jetzt was anderes. Ich mach nicht das, was du mir sagst. Was wolltest du? Ja, ja, zu kennst, zu kennst. Okay, warte. So, und der hat schon coole Filme gemacht, Liam Neeson. Der ist ja auch ein Ire, ne? Echt? Ja. Was haben die ganzen Iren? Es gibt viele Iren. Pierce Brosnan ist ein Ire. Ey. Ja. Der von Braveheart war doch auch der von Whitney Houston, der Film, ne? Nein! Der von Braveheart ist Mel Gibson. Stimmt. Und der andere war Kevin Costner. Ich hab die wieder. Du weißt, Bruder. Ja, du weißt. Du bist ich weiß ich immer alles. Ich unterschätze dich. Aber wie kommt man erstmal darauf, Braveheart und Bodyguard zu mischen? Das interessiert mich eher. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mel Gibson, also wo er so angemalt war, sah aus wie Kevin Costner. Kevin Costner. Ja, weil du Kevin Costner und Robin Hood wahrscheinlich im Kopf hast, obwohl der da gar nicht angemalt ist. Echt? Ja, Kevin Costner, Robin Hood mit Morgan Freeman. Ja? Ja, Morgan Freeman, Bruder, ne? Der ist, seit er auf der Welt ist, mit diesem Gesicht schon. 70. Ja, der hat diese Krankheit. Echt? Ja, der war schon immer 70. Aber der altert nicht. Ja, wie Clint Eastwood. Wie wer? Clint Eastwood. Wie heißt er nochmal? Clint Eastwood. Clint. Clint? Ja, der ist ja eine coole Sau. Hast du... Gran Torino. Gran Torino, ja. Stylischer Film. Wo der sagt, wo die Asiaten kommen, ne? Ja, und der sagt, Finger weg von meinem Hund. Drachenlady. Und das Geile ist, wo er dann so rumfährt. Ja, weg von meinem Hund. Wo er dann so rumfährt. Ey, das ist das Beste. Der fährt so rum und dann sieht doch diese fünf Schwarzen. Diese asiatisches Mädchen. Nein, nein, die den Weißen dumm anmachen. Nein, die machen das asiatische Mädchen an, der Weiße ist mit ihr. Ja, und dann redet der so mit denen, ey, Bruder, was ist Ey, yo, los? Bro, ja, hör so, doch mal auf ja, jetzt. So, ne? Wir sind doch alle aus einer Hut. Und dann kommt Clint Eastwood so, ne? Und die sagen so, was guckst du so? Ne, bla, bla. Und dann, wie stylisch der die Knarre zieht. Und, und dann... Sag doch der Weiße zu Clint Eastwood, ey, vielen Dank, Mann, was für vielen Dank, du Spasti. So, warum nennst du die Brüder? Die wollen nicht deine Brüder sein. Ey, das ist geil. Der war aber geil, weil der so geil rassistischen Humor hatte. Ja, ja. Das war stylischer Rassenhumor. Ja, wir sollten über alles lachen können. Ja, ja. Denkst du, dass Asiaten Hunde essen? Nein. Ja, ich denke, dass es gewisse... Es gibt einen kleinen Teil, ja, kleinen das gibt's. Teil. Die Leute unterschätzen das auch immer, die sagen, Chinesen essen Hunde. China ist dreimal so groß wie Europa, Alter. Wenn die alle pinkeln, würden wir ertrinken. Ja, ich schwöre, wenn Inder und alle furzen würden, würden wir ersticken. Ja. Wenn Inder und Chinesen könnten die Welt beherrschen. Ja, wenn sie nicht so wären, wie sie sind. Ja. Und das heißt, die unterscheiden sich auch kulturell, je nach Gebiet, das ist ja viel zu groß. China übernimmt gerade fast alles, Bruder. Ja, Mann, das ist aber geil, weil ich war ein großer Fan von chinesischen Filmen damals. Ja? Ja, Mann, Bruce Lee, Sammo Hung, Jackie Chan, Jet Li, Yuen Biu, John Woo. Aber Jet Li war nicht lange dabei, kann das sein? Doch, Jet Li ist auch eine richtige Legende, auch wenn er aussieht wie so ein afghanischer Reisverkäufer. Ich schwöre, Jet Li sieht aus wie ein Afghaner. Welche Filme von Jet Li kennst du denn? Das mit dem Halsband? Boah, Scheiße, du bist echt so krass. Das war auch schon längst die Auszeit, Unleashed. Ja, dann mit DMX. Romeo Must Die. Ja. Boah, ist der schlecht. Oh ne, da zwei mit DMX. Romeo Must Die und diesen Born to Die. Dann einmal. Diese Hongkong-Filme kennst du alle nicht? Ich kenn Fist einen, of Legend, Tai Chi. Nein. Once Upon a Time in China. Ja. Du bist nicht so ein Kung-Fu-Film-Fan. Ne? Doch, aber ich habe immer so. Ich war dieser kommerzielle Kung-Fu-Typ. So Jackie Chan. Ja. Da, wo er mit diesen vier, fünf anderen Malern in diesem Bus ist. Warte, was war das nochmal? Ich glaube, du meinst. Da ist ein Dicker dabei. Ja, Sammo Hung, ja, Teekanne. Ja? Ja, ja. Und dann geht irgendwann ein Aufzug auf, dann tun die in so einem Restaurant kämpfen. Ja, boah, super stylische Szene. Warte, ich sag dir, welcher Film. Ich komm nicht drauf. Ah, viel Glück. Ja, genau, sehr geiler Film. Was hast du das letzte im Kino geguckt? König der Löwen. Haben wir schon drüber geredet. Haben wir schon drüber geredet. Ich habe Hobbs und Shaw jetzt geguckt. Was ist denn das? The Rock und Jason Statham, dieser Spin-off von Fast and Furious. Was soll das eigentlich? Ja, aber der Film war unterhaltsam.
Besser als die Fast and Furious Filme. Ja, aber das ist mir zu übertrieben. Ja, das ist Explosionen und so. Ich will so geile Filme gucken, wo ich so sage, boah, ich zieh mir, zum Beispiel, ich habe letztens so einen kranken Film geguckt, wo die Frau irgendwie war mit dem Mann zusammen und der Mann hat irgendwann die betrogen. Ja. Ja. Und dann, die findet das heraus und sagt, ich werde sein Leben zerstören. Jo. Dann ist sie hingegangen. Wenn eine Frau das sagt. Dann ist sie hingegangen, hat den Tod vorgetäuscht, dass er sie umgebracht hat. Und er kommt so in Hubs, dies, das. Der Hubs geht, heißt Gefängnis auf Arabisch. Ja, die kommt so, also, und sie chillt einfach in so einem anderen Bundesstaat, hat sich die Haare geschnitten. Warte, wie heißt der Film? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kenne den. Echt? Ja, der ist geil. Und dann kommt sie ja zurück und dann fängt sie mit dem Terror noch weiter an. Boah. Weil sie, es ist nur geile Szenen. Und sie macht so Rätsel. Die war so eine erfolgreiche Buchautorin. Ihre Eltern waren super bekannt und sie war auch so ein, sie war ein Promi eigentlich. Ja. Hat dann gesagt, ich werde ihn kaputt machen. Hat dann so Tagebücher gefälscht, ne? Hat jeden Tag geschrieben, ich habe Angst. Er kam heute früh nach Hause, heute hat er mich geschlagen. Und das ist einfach gelogen. Einfach gelogen. Boah. Und dann ist er richtig krass drauf, also die ist richtig drauf und dann hat er das Spiel verstanden. Geil. Und dann fängt der Film richtig an. Ich will nicht zu viel verraten. Wie heißt der Film? Ich weiß es nicht mehr. Wo hast du geguckt? Amazon Prime, der Netflix? Ist auf jeden Fall mit Ben Affleck. Ja? Mhm. Ich schreib einfach mal. Ben Affleck? Ja. Ey, du weißt, dass Ben Benjamin heißt, ne? Ben Affleck. Der ist eigentlich Benjamin Affleck. Quatsch. Doch, Benjamin Arschfleck. So, was haben wir denn? Sicher. So, meine Damen und Herren, wir sind auch schon hier beim Ende. Ne? Nenn noch mal hier den Film. Ja, aber ich weiß nicht mehr. Werbung dafür kriegen, ohne bezahlt zu werden. So. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den gefunden habe. Nein, ich finde den nicht. Ja, okay. Also müsste man gucken, noch mal in Kann Ruhe. Man ja googeln, geht auf Wikipedia, Ben Affleck. Ja, den gibt's auf Netflix. Auf Netflix? Ja. Ah, hier, ich habe, glaube ich, ihn gefunden, oder? Warte. Ja, hier habe ich ihn doch. Gone Girl, das perfekte Opfer. Ist das nicht da, wo das... Okay. So heißt der Film. Ja, muss ich also gucken. Leute, gebt euch Gone Girl, G-O-N-E, Girl. Von 2004 ist der Film. Richtig geiler Film. Also okay. Mit Amy Dunn. Ja. Kennt jeder. Ja, ne? Voll bekannt. So, das war's von uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ja, abonniert alles. Aber verabschiede du dich, ich habe keinen Bock. Du machst das nie richtig. Ja, ich hab's letztens. Würde mich sehr freuen, dass ihr mit uns... Wenn ihr ein Teil von uns werdet. Von unserer Community. Von unserer Community. Wird ein Teil von der... Von unserer Community. Zahlt uns und so. Ich habe extra eine Gruppe gegründet bei Facebook. Ja, geht in die Gruppe. Ihr müsst nur 100 Euro Anmeldegebühr bezahlen. Und dann jeden Monat 900 Euro. Und dann seid ihr ein Teil von uns. Weil jeder Tag besonders ist. Weil jeder Tag... Jeder Tag ist was Besonderes. Glaub ja, an dich. Ja. Sag einfach deine Mitmenschen, dass du sie liebst. Ja. Markiert Leute unter diesem Beitrag. Markiert Leute unter diesem Beitrag. Denen das auch geschehen genau. ist. Ich habe damals... Das Gebäude wurde nicht von einem Tag gebaut. Ja. Es hat mehrere Jahre ja. gedauert. Aber was hat den König... Ich wollte damals meine Freunde zufriedenstellen. Ich wollte meine Frau zufriedenstellen. Ich wollte Freunde zufriedenstellen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich muss erstmal mich zufriedenstellen. Was musst du dafür tun? Markier dich selbst. Ja, und das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Egal. Egal. Ich sehe aus wie ein Wal. Cheyenne, das war meine Ehre. Abonniert Cheyenne Garcia auf YouTube, Nisa. Facebook und Instagram. Und in Spotify. Wir sind schon bei, also ich will noch nicht zu viel verraten aber wir sind bei Spotify an der 100.000 Streaming-Grenze. Yo, und wenn die Leute wissen, was das bedeutet, dass einige Leute auf den ersten drei Plätzen bald eingeholt werden. Wir genau, und deswegen müsst ihr abonnieren, streamen. Spotify, Herz, favorisieren, gibt uns die Zuhörerschaft, gibt uns ein Like, das wäre uns sehr, sehr, wir wollen ja keine Niere. Ja, tut immer so, als ob wir die Niere wollen. Macht mal, ja. Wir versuchen hier euch nur zu unterhalten, das war's von uns. Ciao. Vielen lieben Dank, ciao. Sie liebt den DJ.